Damit kommen wir jetzt in die Abstimmung zu diesem Meinungsbild für Listen. Ja, die Frage nach dem Strukturwandel, die sie hier am Ende noch beantwortet hat, da ging es um die Braunkohle in der Lausitz und natürlich auch um die Mittel, die Brüssel zu vergeben hat, die auch Straßburg zu vergeben hat, EU insgesamt zu vergeben hat für den Strukturwandel. Subventionen, letztlich Gelder, das ist ganz wesentlich das hoheitliche Recht eines Parlaments, wie in welche Kanäle Gelder geleitet werden. Das ist das Haushaltsrecht. Man sagt auch das Königsrecht eines Parlaments. Es soll abgestimmt werden, aber ganz so einfach ist es auch diesmal wieder nicht. Die Televoting-Geräte arbeiten offenbar nicht fehlerfrei. Da müssen wir mal einen Moment abwarten, wie das hier weitergeht. Dann frage ich einmal in die Runde, ob es noch Personen gibt, die noch am Abstimmen sind. Ah, offenbar funktionieren also jetzt diese Geräte. Gibt es noch Personen, die noch Zeit brauchen? Wenn alle Leute abgestimmt haben, dann wird das Ergebnis gezeigt. Darf nicht vorher gezeigt werden, selbstverständlich. Gibt es irgendwo Probleme? Dann bitte melden. Das sieht gut aus. Damit schließen wir diesen Wahlgang für Listenplatz 3. Vielen Dank. Wir können davon ausgehen, dass Terry Reinke ebenfalls mit einem guten Ergebnis hier wiedergewählt wurde. Ihre Rede war emotional, ihre Rede war stark, sie war auch persönlich. Hier sehen wir Reinhard Bütikofer, langjähriger Vorsitzender der Grünen und ebenfalls Europapolitiker. Er kandidiert jetzt gleich für den Listenplatz 4. Einem Platz, wo dann eben auch Männer kandidieren können und wird sich dann eben auch den Delegierten vorstellen. Sehe ich euch ein Bild? Wir haben ein Ergebnis für diesen Wahlgang. Gewählt ist natürlich generell, wer mehr als die Hälfte der abgebenden Stimmen hat. Wir haben folgendes Ergebnis. Es gibt 42 Enthaltungen, 53 Nein-Stimmen und 625 Ja-Stimmen, 86,81%. Das ist auch wieder deutlich, 86% für Terry Reinke, die also hier den Listenplatz 3 erhalten hat und sich jetzt sicher bedanken wird. Liebe Terry, nimmst du diese Wahl an? Liebe Terry, herzlichen Glückwunsch dazu. Wir machen jetzt einen kurzen Präsidiumswechsel und dann geht es weiter mit Listenplatz 4. Terry Reinke mit ihren 86% liegt im gleichen Bereich wie vor ihr Ska Keller, die 87% der Delegierten von sich überzeugen konnte. Sven Giegold war noch einmal stärker. Er hat über 97% gewonnen, also die Zustimmung fast aller Delegierten hier erreicht. Aber insgesamt sind es doch alles sehr überzeugende Ergebnisse hier für die ersten drei Kandidatinnen und Kandidaten. Als nächster dann jetzt, wie bereits gesagt, Reinhard Bütikofer. Er wird sich vorstellen, es ist noch nicht bekannt, uns jedenfalls noch nicht bekannt, ob es einen Gegenkandidaten geben wird. Man kann bis zum Schluss sich hier als Gegenkandidat einbringen, aufstellen. Und jetzt eine bekannte Stimme auch aus dem Bundestag, Claudia Roth, die dort die Vizepräsidentin ist und die jetzt hier die Sitzungsleitung übernommen hat. Damit es allen noch besser geht, melde ich jetzt mal zwei Demos an. Und wir hoffen, dass ihr bei diesen Demonstrationen aktiv dabei seid. Und zwar geht es um Kohle stoppen. Das ist schon mal gut. Und zwar Kohle.
stoppen Demo am 1. Dezember, Samstag, 1. Dezember, 12 Uhr, Berlin. Da steht Kanzleramt. Ich bin mir nicht sicher, ob es im Kanzleramt ist. Ich gehe davon aus, noch nicht im Kanzleramt. Also Samstag, 1. Dezember in Berlin, Kanzleramt. Aber den Klimaschutz jetzt, den wollen wir nicht nur, für den gehen wir nicht nur in Berlin auf die Straße, sondern gleichzeitig am Samstag, dem 1. Dezember um 12 Uhr, findet in Köln die Klimakohle-Demo statt. Also geht raus und anschließend auf die Christkindlesmärkte und zeigt, dass die Klimaschutzfrage unsere ganz zentrale Frage ist. Und jetzt kommen wir zurück, liebe Freundinnen und Freunde. Wir kommen jetzt zum Platz 4. Zum Platz 4 der Kandidatinnenliste. Uns liegt bisher eine Kandidatur vor, und zwar die Kandidatur von Reinhard Bütikofer. Ich frage, gibt es weitere Kandidaturen? Dem ist nicht so. Dann ist es genau das gleiche Verfahren. Reinhard hat zur Vorstellung 6 Minuten Zeit. Ihr könnt, wenn ihr wollt, dann tut das auch, Reinhard Fragen stellen. Wir lassen 3 Fragen zu, 2 von Frauen, eine von einem Mann. Und dann wird Reinhard antworten. Dafür, Reinhard, hast du maximal 4 Minuten Zeit. Ist lustig, wenn ich das sage. Maximal 4 Minuten Zeit. Und dann kommen wir zur Wahl. Und jetzt bitte eure Aufmerksamkeit für den Kandidaten auf Platz 4 unserer wunderbaren Europaliste, Reinhard Bütikofer. Liebe Freundinnen und Freunde, als Friedrich Schiller vor 233 Jahren die Ode an die Freude schrieb, die die offizielle Hymne der EU und des Europarates wurde, da tat er das hier in Leipzig. Das Schillerhaus, in dem er damals wohnte, steht noch. Es war sozusagen Schillers Phase der revolutionären Euphorie. In der ersten Fassung seines Textes hieß es: Bettler werden Fürstenbrüder. Das war damals eine ungeheure Provokation und ist es eigentlich heute noch, wenn man darüber nachdenkt, wie sehr wieder die Frage, welchen Platz du in deinem Leben haben wirst, in der Gesellschaft haben wirst, vererbt wird. Schillers Ideal einer Gesellschaft, einer gleichen Gesellschaft freier Menschen, hat immer wieder begeistert, wo der Aufbruch zur Freiheit auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Heute müssen wir diese Vision in 2 Richtungen verteidigen. Gegen diejenigen, die mit autoritär-populistischer Haltung Ausgrenzung und Hass an die Stelle von Geschwisterlichkeit setzen wollen, aber auch gegen diejenigen, die zwar die Ode an die Freude mitsingen, aber in ihrer Praxis Ungleichheit groß machen. Die autoritären Populisten, die gesellschaftlich und politisch unser Gegenpol sind, sind nicht vom Himmel gefallen oder aus der Hölle gekrochen. Sie sind gewachsen und wachsen noch auf der Basis eines Status quo, der den hohen Idealen eben nicht gerecht wird. Eines Status quo, an dem nicht wenige verzweifeln. Die Populisten sind Symptom der Krisen unserer Gesellschaft, bevor sie diese dann verschärfen. Viele Fragen, auf die sie gefährlich falsche Antworten geben, sind als Fragen legitim. Wir können gegen sie nur gewinnen, wenn wir mit allem, was wir haben, daran arbeiten, dass der Boden, aus dem ihre Saat wächst, umgepflügt wird, grün gesät wird und dass wir eine andere Perspektive entwickeln. Wir Grüne haben die Chance, zum Pfeiler zu werden für ein Europa, das Zukunft hat.
Eine Alternative nicht nur zu den rechten Rattenfängern, sondern auch zu einem Status quo, der nicht bleiben kann, weil er, um es analytisch scharf zu sagen, nicht gerecht ist, ökologisch unhaltbar ist, nicht die Freiheit aller schützt und die Demokratie zugunsten der Mächtigsten verbiegt. Europa durchlebt gegenwärtig viele Krisen. Etliche davon haben enormes Zerstörungspotenzial. Aber, und das ist mir besonders wichtig, die Bürgerinnen und Bürger Europas sind zugleich dabei, sich auf ihre Kraft der Erneuerung zu besinnen. Wir hatten die große 700.000 Leute umfassende Demonstration in London. Wir hatten die große Demonstration in Berlin, unteilbar. 100.000 Menschen demonstrierten in Bukarest unter Europafahnen gegen die Korruption. Flüchtlingshelferinnen in den Zehn- oder Hunderttausenden sind immer noch aktiv. Die Feministinnen in Polen oder Irland sind aufgebrochen und haben die Realität verändert. Sogar die Umfragen spiegeln es wider. In Deutschland ist die Unterstützung des Gedankens der europäischen Einigung heute so stark wie seit 1983 nicht mehr. Die Stimme dieser Erneuerung, mit der die Bürgerinnen und Bürger heute anfangen, die wollen wir sein, liebe Freundinnen und Freunde. Und das nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Europäischen Union. Und als Vorsitzender der Europäischen Grünen kann ich euch sagen, da sind wir auch nicht allein. Die Belgier, die Luxemburger, die Niederländer, die Finnen sind auch zweistellig. Und auch dort, wo wir nicht zweistellig sind, wächst das Grüne auf. Und ich glaube, wir werden auch klug darauf schauen müssen, dass wir offen sind für Bündnisse der Erneuerung mit anderen, die den Kern unserer Forderung an ein anderes Europa mittragen wollen. Wir haben die Chance, eine gewichtigere Fraktion zu haben in den nächsten 5 Jahren als derzeit, mehr Grün darzustellen. Und es ist schön, sagen zu können, dass die europäischen Grünen insgesamt noch nie so einig waren in den 4 Grundpfeilern ihres Selbstverständnisses, nämlich Demokratie, Ökologie, soziale Verantwortung und Freiheit zu fördern. Ich selbst will vor allem an 2 Baustellen, liebe Freundinnen und Freunde, meinen Beitrag leisten in den nächsten 5 Jahren. Zum einen mich für eine moderne ökologische Industriepolitik in ganz Europa einsetzen, weil ich glaube, dass die Idee der ökosozialen Transformation nicht gelingen kann, ohne die Industrie umzubauen. Und da ist ganz viel, was wir heute tun können, weil uns heute Gewerkschaften, haben wir gestern erlebt, aber auch Unternehmen zuhören, die uns lange ignoriert hatten. Und das Zweite, was ich tun will, ich will in der Außenpolitik dafür sorgen, mit dafür sorgen, dass die Perspektive auf europäische Souveränität an die Stelle tritt des nationalistischen Partikularismus und dass Europa in der Tat, wie Annalena das gesagt hat, weltpolitikfähig wird. Das ist die Aufgabe dieser Generation. Europa war lange das Projekt von Freiheit und Frieden innerhalb Europas. Heute müssen wir dafür sorgen, dass Europa auch das Projekt wird einer verantwortlichen Haltung in der ganzen Welt. Danke. Vielen Dank, Reinhard. Reinhard Bütikofer, meine Damen und Herren, Mitglied des Europäischen Parlaments, Kandidat für den Listenplatz 4, der sich hier vorgestellt hat. Denfeld aus KV Mitte in Berlin. Die Frage ist, die grüne Fraktion wird jung sein. Wie kann dort eine Nachwuchsförderung ansetzen oder aussehen? Bitte so schreiben, dass man es lesen kann. Ansetzen oder aussehen, ist ja nicht so weit auseinander. So. Zweite Frage von, jetzt nehme ich den Mann, Jim Martens, Hamburg-Eimsbüttel. Frage, Reinhard, warum hast du für Uploadfilter gestimmt im EU-Parlament? Dritte Frage, ähnlich, Katrin Jansen, Berlin, KV Steglitz-Zehlendorf.
Wie stehst du zu Upload-Filtern und Leistungsschutzrechten im Internet? Reinhard, du hast 4 Minuten Zeit, um die Fragen zu beantworten. Vielen Dank für die Fragen. Die erste, was die Nachwuchsförderung betrifft, da sind wir ja offensichtlich so schlecht nicht als Grüne Partei, wenn wir jetzt eine ganze stattliche Reihe von sehr jungen Kandidatinnen und Kandidaten haben. Aber wer mich kennt und mit mir in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat, weiß, dass ich für die Förderung mich immer sehr verlässlich eingesetzt habe, und zwar unabhängig davon, wo die Leute herkommen oder wo sie hinwollen, einfach weil ich glaube, dass es wirklich eine Verantwortung auch der Leute meiner Generation ist, das weiterzugeben, was wir weitergeben können. Die zweite Frage, da hatte ich schon damit gerechnet, weil wir da ja im Netz zum Teil einen Disput hatten. Ich habe nicht für Upload-Filter gestimmt und ich bin gegen Upload-Filter. Ich habe vor dem Sommer gegen Upload-Filter gestimmt. Mit der Begründung, genau wie jeder andere sie hier im Saal auch teilen wird. Ich habe dann nach dem Sommer für den Mehrheitsbeschluss gestimmt, weil dieser Mehrheitsbeschluss keine Upload-Filter mehr vorsieht. Aber, und das ist jetzt das Entscheidende, dabei habe ich es nicht belassen, sondern ich habe mich mit Julia Reeder, unserer Piratin, die bei uns in der Fraktion für dieses Thema zuständig ist, zusammengesetzt. Und wir haben uns überlegt, was sind die Alternativen, die einerseits die Rechteinhaber schützen und andererseits Upload-Filter vermeiden. Und wir sind auf 4 verschiedene Alternativen gekommen. Und in Absprache mit mir versucht jetzt Julia Reeder gerade, das deutsche Wirtschaftsministerium dafür zu überzeugen, dass sie über ihre Hebel, über den Europäischen Rat, verhindert, dass es zu Upload-Filtern kommt. Und wenn am Schluss der Verhandlung Upload-Filter drinstehen, werde ich nicht dafür stimmen, sondern dagegen. Das ist meine Position zu dieser Sache. Und jetzt lasst mich, weil ich noch 2 Minuten habe, noch 2 persönliche Bemerkungen machen. Die eine bezieht sich noch mal auf Leipzig. Bei allem, was ich in den letzten 15 Jahren, vor allem auch in Mecklenburg-Vorpommern gemacht habe, versucht habe, Grün dort vor Ort zu unterstützen. Hier in Leipzig, das war der Ort, wo ich zum ersten Mal war, nachdem die Grenze aufging, im November 1989. Und mir ist dieses Leipzig und dieses Sachsen besonders ans Herz gewachsen. Und deswegen will ich in diesem Herbst, nicht nur in der Europawahl, sondern auch in diesem Herbst alles tun, damit Sachsen nicht nach rechts kippt. Und bei allem, was wir gerade gut hinkriegen, ist es trotzdem nicht zu übersehen, dass diese Gefahr besteht. Und deswegen bin ich allen dankbar, die gesagt haben, heute und es morgen sagen werden und es die nächsten Wochen und Monate sagen werden, wir müssen uns da alle engagieren. Und meine zweite Bemerkung. Gestern Abend beim Realo-Treffen hat Till Steffen gesagt, er erinnere sich noch an die Zeit, als der Büti jung und schön war. Nun ist ja Schönheit im Auge des Betrachters. Aber tatsächlich habe ich schon lange als Grüner in verschiedenen Funktionen Verantwortung getragen. Und es ist keine Selbstverständlichkeit, dass er mir vielleicht zum dritten Mal ein Mandat fürs EP gibt. Aber genau darum bitte ich euch. Danke. Vielen Dank, Reinhard. Ja, die Reinhard Bütikofer, der hier noch auf mehrere Fragen geantwortet hat. Insgesamt 10 Minuten hat er gehabt, sich vorzustellen. Es gibt keinen Gegenkandidaten und auch keine Gegenkandidatin gegen ihn. Die Frage ist also, stimmen ihm die Delegierten zu? Stimmen die Delegierten seiner Kandidatur zu oder tun sie das nicht oder enthalten sie sich? Das geht jetzt wieder mit den elektronischen Abstimmungsgeräten, die Sie schon kennen, meine Damen und Herren, wenn Sie eine Zeit lang unserer Übertragung dieses Grünen Parteitages aus Leipzig folgen. Wollen wir mal sehen, ob das jetzt relativ zügig hier vonstatten geht.
sodass dann die nächste Kandidatin sich gleich vorstellen kann. Ich frage alle Delegierten, habt ihr eure Stimme abgegeben? Darf ich noch mal fragen, haben alle Delegierte ihre Stimme abgegeben? Das ist schwierig, wenn man Fragen stellt und niemand antwortet. Also dann gehe ich da. Ja, ja, dann schließen wir diesen Wahlgang. Vielen Dank. Ich darf euch das Ergebnis bekannt geben. Es haben sich 74 Delegierte enthalten. Mit Nein haben 106 Delegierte gestimmt. Für Reinhard Bütikofer haben 565 Frauen und Männer gestimmt. Damit ist er deutlich gewählt. Wir gratulieren Reinhard von ganzem Herzen. Ach so, ja. Auch für Reinhard Bütikofer 75% der Delegierten hier. Gut, ohne Gegenkandidatin, ohne Gegenkandidaten, aber trotzdem natürlich ein respektables Ergebnis auch für ihn, der jetzt hier diese Wahl annimmt. Liebe Freunde, ich nehme die Wahl an. Ich danke denen, die mich gewählt haben. Und denen, die sich nicht für mich entschieden haben, muss ich leider sagen, ich kann euch nicht garantieren, dass ihr in Zukunft die Möglichkeit habt, das wieder anders zu machen. Vielen Dank, Reinhard. Und ich übergebe das Mikro. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir kommen zum Wahlgang oder besser gesagt zum Meinungsbild für den Platz 5. Es ist jetzt so, dass wir zum ersten Mal mehrere Kandidatinnen haben. Im Moment liegen uns Bewerbungen von Maria Heubuch, Gabriele Kiefer und Hanna-Marie Neumann vor. Wenn es noch weitere Bewerbungen gibt, dann ist jetzt die letzte Chance, sich noch zu melden. Ich würde noch mal für ein paar Sekunden warten. Das sehe ich nicht. Dann bleibt es bei diesen drei Bewerbungen. Wir haben ja euch schon mitgeteilt, dass die Bewerbungsreden in alphabetischer Reihenfolge erfolgen. Deswegen hätte zunächst für 6 Minuten Maria Heubuch das Mikrofon. Ja, jetzt also die Bewerbung der Kandidatin Maria Heubuch vom Kreisverband Wangen im Allgäu. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, manchmal wünsche ich mir wirklich das Idyll unserer Lebensmittelverpackungen. Die grüne Wiese der Milka-Kuh, die klappernden Mühlen am rauschenden Bach von Rüdenwalder und natürlich das bäuerliche Fachwerk-Idyll von Wiesenhof. Diese schöne, heile Welt unserer Ernährungsindustrie. Doch, ihr wisst es, ich weiß es. All die Realitäten draußen auf den Feldern und in den Ställen sehen oft anders aus. Wenn wir die Fotos dieser Realitäten auf die Packungen drucken würden, dann könnten wir uns die Lebensmittelampel tatsächlich sparen. Kurzum, da läuft mächtig was schief. Es leiden nicht nur die Tiere, Umwelt und wir Verbraucherinnen, es leiden auch immer mehr. Es leidet immer mehr unsere bäuerliche Landwirtschaft und mit ihr Menschen in den ländlichen Räumen. Die Frage ist jedoch, wie kommen wir da wieder raus?
Wir müssen, und davon bin ich zutiefst überzeugt, wir müssen faire Handelsregeln etablieren, Bäuerinnen und Bauern im globalen Süden den Rücken stärken und eine zukunftsfähige Agrarpolitik für Europa durchsetzen. Das ist mein Kampf im Europäischen Parlament, die berühmten dicken Bretter, die es zu bohren gilt. Und bei vielen Dingen bin ich ein gutes Stück vorangekommen, konnte grüne Positionen einbringen, konnte mitgestalten. Aber bei vielen Dingen bin ich noch lange nicht fertig mit meiner Arbeit und daher bitte ich euch um eure Unterstützung. Was ist eigentlich los in der Handelspolitik? Ohne Frage, Handel ist sehr wichtig. Aber ich frage mich, warum schaffen wir es nicht, mit befreundeten Staaten faire Verträge abzuschließen mit fairen Regeln? Es ist doch verrückt, das billige Rindfleisch der südamerikanischen Megafarmen zu importieren, unsere Überproduktion an Schweinefleisch in Japan abzuladen oder dem Milchexport-Weltmeister Neuseeland zu erlauben, unsere Märkte zu fluten. Eine solche Politik geht zulasten von Umwelt, von Klima und von Verbraucherschutz. Solange wir keine fairen Verträge mit fairen Regeln haben, so lange stimme ich konsequent gegen JEFTA, gegen CETA und gegen jedes andere ungerechte Handelsabkommen. Und dafür brauche ich eure Rückendeckung. Haben wir Fortschritte in der Entwicklungspolitik gemacht? Ja, ich kann euch berichten, durch grüne Beharrlichkeit wurden Frauen und Mädchen weltweit der Rücken gestärkt, die Rechte von Näherinnen und Landarbeiterinnen ausgebaut. Und Bäuerinnen und Bauern bekommen nicht nur warme Worte im globalen Süden, sondern auch die nötigen Gelder für Zukunftsperspektiven in ihrer Heimat. Aber das wird erst dann Früchte tragen, wenn wir auch aufhören mit Milliarden von Agrarsubventionen, die Überproduktion von Lebensmitteln zu fördern. Denn was machen die großen Agrarkonzerne mit den überschüssigen Lebensmitteln? Sie schmeißen sie auf die afrikanischen Märkte, wo diese mit Dumpingpreisen mühsam aufgebaute Existenzen wieder kaputt machen. Was bleibt den Menschen dann anderes übrig, als ihr Land zu verlassen, mit der Hoffnung, dort der Armut zu entfliehen? Liebe Freundinnen und Freunde, mein Ziel ist es, mit eurer Unterstützung diese Widersprüche innerhalb der europäischen Politik ein Ende zu setzen. Denn Armutsbekämpfung muss immer vor den Interessen der Konzerne stehen. Und was läuft schief in der Agrarpolitik? Es gibt das eine Thema, das mein politisches, mein berufliches und mein privates Leben seit jeher prägt. Und das ist diese gemeinsame europäische Agrarpolitik. Dieses ungerechte Subventionssystem löst keines, wirklich keines der aktuellen Probleme in der Landwirtschaft, sondern macht sie nur noch schlimmer. Und das beste Beispiel dafür, wo will die Kommission zukünftig am meisten kürzen? Fast 30% Kürzung bei Umwelt und ländlicher Entwicklung. Die Verhandlungen und damit die Möglichkeit, hier auch tatsächlich einzugreifen, die werden in der nächsten Legislatur weitergehen. Und dafür bitte ich euch, mich wieder ins Europäische Parlament zu schicken. Wir müssen es schaffen, dass am Ende nicht wieder die bäuerlichen Betriebe Umwelt und Klima den Kürzeren ziehen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin keine typische Politikerin. Ich komme aus der Landwirtschaft, ich bin Praktikerin, ich bringe 39 Jahre Felderfahrung mit.
Und dank euch habe ich gelernt, eine furchtlose Verhandlerin für unsere grünen Ideen zu werden. Die letzten Landtagswahlen haben gezeigt, wir sind keine reine Großstadtpartei mehr. Aber wenn wir diese Ergebnisse halten wollen, dann brauchen wir Menschen auf den Dörfern und in kleinen Städten, die Brückenbauerinnen sind. Maria, kommst du zum Ende? Ich weiß, wie wir im Europäischen Parlament Mehrheiten für unsere Sache gewinnen. Ich weiß aber auch, wie ich draußen mit beiden Beinen auf dem Boden für unsere grünen Ideen vor Ort werben kann. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin Maria Heubuch. Ich kann euch nicht diese schöne, heile Welt der Ernährungsindustrie auf den Teller zaubern. Aber ich verspreche euch, ich werde eure Kämpferin sein draußen für gute Lebensmittel, für eine gerechte Landwirtschaftspolitik und für eine gesunde Umwelt. Dafür bitte ich euch heute um eure Stimme. Herzlichen Dank. Maria Heubuch aus Wangen im Allgäu, die bereits Mitglied des Europäischen Parlaments ist, die sich jetzt hier vorgestellt hat und die jetzt ebenfalls Fragen beantworten wird. Und die Frage lautet: Schaffen wir es überhaupt, gegen die mächtige Lobby von Agrarindustrie und Bauernverband bei der Agrarwende voranzukommen? Die nächsten beiden Fragen sind fast identisch. Das ist einmal von Bernd Voss aus dem Kreisverband Steinburg. Bekommen wir die Bäuerinnen davon überzeugt, ohne Glyphosat und derartige Methoden zu arbeiten? Eine ähnliche Frage kommt von Cornelia Furtwängler aus dem Kreisverband Biberach. Wie würdest du den konventionellen Landwirt erklären, dass er auf Glyphosat zu verzichten hat? Ja, herzlichen Dank für die beiden Fragen. Nun, Agrarindustrie. Wie schaffen wir es, in der Agrarreform weiterzukommen? Ich möchte euch ein anderes Beispiel nennen. Wir haben jetzt in Deutschland den Ausstieg aus der Atomenergie. Ich glaube, wenn man ganz beharrlich an einem Thema dranbleibt, so wie über Jahrzehnte eine ganze Bewegung sich immer wieder aufgestellt hat gegen die Kernenergie und wir am Ende natürlich mit den entsprechenden Ereignissen drumherum einen Ausstieg geschafft haben. Und ähnlich wird es sein in der Agrarpolitik. Wenn wir ganz beharrlich hier unseren Weg weitergehen, wenn wir ganz beharrlich die Fahnen hochhalten, dann werden wir auch hier am Ende zu einer Agrarwende kommen. Und das füttert auch so ein bisschen in die beiden nächsten Fragen. Wenn es darum geht, kriegen wir die Bauern an Bord, um ohne Glyphosat zu arbeiten. In der Landwirtschaft spüren die Bäuerinnen und Bauern, und das habe ich jetzt erlebt bei meinen vielen Veranstaltungen vom Bodensee bis nach Schleswig-Holstein, sie spüren selbst, die Hardliner spüren das, dass wir hier an einem Punkt sind, wo es eigentlich nicht mehr so weitergehen kann wie bisher. Sie merken selber, dass wir hier Veränderungen brauchen, müssen natürlich noch darauf kommen, dass sie selber auch etwas in die Hand nehmen können. Aber wenn wir beharrlich bleiben, auch in unserer Argumentation auf die Bäuerinnen und Bauern zugehen, dann werden wir das tatsächlich schaffen. Die Diskussionen, die ich geführt habe, gerade ums Thema Glyphosat, und das sind wirklich alle dabei, die Biobauern bis hin zu den sogenannten Hardlinern, die fangen immer gleich an. Die einen sagen, wir Bios, wir machen es schon lange, es geht doch. Und die anderen sagen, ja, ihr habt einen besseren Markt, aber bei uns geht es nicht. Und dann diskutieren wir 2 Stunden und am Ende sind wir immer am selben Punkt. Erstens, es geht, es funktioniert in der Praxis. Zweitens, es kostet mehr Geld und es ist de facto so. Und drittens, die Frage ist jetzt nur noch, wer bezahlt es? Und wer könnte es denn bezahlen am Ende? Wir haben jetzt eine neue Agrarreform. Wir diskutieren jetzt, wie wir die Zukunft nach 2021 gestalten. Und genau dort haben wir das Geld, um das zu finanzieren, was draußen auf den Äckern sich in Zukunft ändern muss. Genau dort haben wir die Möglichkeit, die Programme zu stricken, die notwendig sind, dass auch noch der letzte Bauernhof, der glaubt, ohne Glyphosat, und da können wir auch andere Pestizide mit reinnehmen, geht's nicht.
Wir können jetzt die Programme stricken, wir können es jetzt mit Geld unterfüttern, das ist da. Und wenn wir dann am Ende die Verbraucherinnen und Verbraucher auch noch mitnehmen, nicht nur in ihren Wünschen, sondern auch in ihrer Verantwortung und weg von der Agrarwende hin zu einer Ernährungswende kommen, also die ganze Kette sich beteiligt, dann bin ich überzeugt, dann werden wir das in Zukunft auch schaffen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Maria. Maria Heubuch war das aus Wangen im Allgäu, die sich hier vorgestellt hat, die auch die Fragen beantwortet hat. Die nächste Kandidatin kommt aus Köln, vom Kreisverband Köln, Gabriele Kiefer, die sich jetzt hier den Delegierten vorstellen wird. Wer Fragen stellen möchte. Je schneller ihr das macht, desto besser ist es für uns. Geht das ein bisschen höher? Geht? Okay. Es glitzert, liebe Grüne. Ich habe den Mantel hier angezogen, um eigentlich euch was zu demonstrieren, von wegen Frauen und Digitales. Von Hause aus bin ich Kinderbuchautorin und habe einen Klimaroman geschrieben, der leider bei den Verlagen noch als politisch zu explosiv gilt, weil ich die Digitalisierung mit reingenommen habe. Ich habe den Schuh für 3 Euro in einer halben Stunde gemacht, über Flüssigleder gesehen. Nike sagt, in 10 Jahren oder in 5 Jahren, ich sage in 10 Jahren, hat jeder US-Haushalt einen 3D-Drucker für T-Shirts. Ein Baumwoll-T-Shirt verbraucht 9 Kilo CO2. Gerade werden Geräte entwickelt, wo ihr praktisch eure alten T-Shirts reinwerft, zu Flüssigbaumwolle verwandelt werden, dann könnt ihr eure neuen damit machen. So, das hat enorme Auswirkungen auf den Handel, es hat enorme Auswirkungen auf die Herkunftsländer. Ihr könnt euch das gerne bei Business of Fashion oder Textilwirtschaft euch anschauen. Ich habe dieses hier gewählt, diese Jacke, um euch zu zeigen, das kann man nicht bei 3D drucken, weil man könnte es natürlich schön, aber es lohnt sich nicht. Das heißt aber auch, dass man eben überlegen muss, ein Regulat zu finden, praktisch so eine Art VG-Wort, damit die Künstler und auch die Firmen praktisch die Kopie vergütet bekommen. So, das war jetzt dazu. Jetzt ziehe ich mal, Gott sei Dank, das ist nämlich ziemlich warm. So, wenn ich jetzt hier von dem Klimaroman spreche, muss ich sagen, ich habe von den USA bis nach Singapur recherchiert. Und bin ein großer Anhänger von Solarflößen, wie der Michael Kellner schon weiß. Und ich sehe mit den Solarflößen eine Chance, die Rhein-Braun-Gebiete oder auch hier in Sachsen, in Thüringen, in Niedersachsen, in Bayern, NRW, Sachsen-Anhalt, die haben große Seenflächen. Und wenn die Bundesregierung diese Flächen freigibt, haben die kommunalen Stromversorger mittels den Energiespeichergeräten die Möglichkeit, viel Strom zu produzieren.